Herzlich willkommen zu Alle Spiele, Alle Tore, live auf Teleclub. Heute mit den Partien St. Gallen gegen IB, Zürich gegen Sion und Xamax gegen GC. Nach heute droht uns eine zweiwöchige Super League-Pause wegen der Nationalmannschaft. Darum noch eine Schau, was die Super League zu bieten hat. Das ist alle Spiele, alle Tore von dieser 14. Runde. Ganz herzlich willkommen dazu. Und gestern, da sind ja schon 11 Goal gefallen. Heute überbieten wir das sogar noch. 13 Goal in 3 Spielen, 24 Goal an einem Spieltag. Als wüssten das die Spieler von der Super League, dass jetzt in die Nationalmannschaftspause geht und wir vielleicht ein bisschen rarer Goal werden sehen, haben sie noch einmal so richtig abgeliefert und es freut mich, das alles zu analysieren mit dir, Marcel Reif. Schön, bist du da. Freut mich, ja. Und wir schauen zuerst, welche Begegnungen wir am Sonntag hatten. Und da ist es so, dass eben gestern schon die 11 Goals gefallen sind. Heute noch 13 dazu bei St. Gallen gegen IB, Zürich gegen Sion und Neuchâtel Xamax gegen GC. Wie und wo verteilt, das erfahren wir jetzt in dieser halben Stunde. Und wir gehen jetzt zuerst vom Kibundpark auf die Maladier. Dort ist es heute so zum richtigen Keller-Duell gekommen von dieser 14. Runde. GC, letztes Wochenende die rote Laterne gefasst, ist mit der jetzt heute Richtung Neuenburg gereist. Nathalie Barros auf der Maladier. Haben Sie jetzt die rote Laterne können dort lassen oder müssen Sie sie wieder mit zurückgehen auf Zürich? Nein, sie können uns dort lassen, weil GC hat sich heute gegen Xamax mit 3-2 durchgesetzt. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste, auf Nedim Bayrami und auf Rafael Nuzzolo. Schön, seid ihr da. Nedim Bayrami, der Thorsten Fink, hat vor dem Spiel gesagt, ihr müsst kratzen und beißen. Wie gut hat man jetzt das heute umgesetzt? Ja, genau. Wir haben gewusst, es wird ein riesen Fight. Und wir haben das können umsetzen, was der Coach gesagt hat. Und am Schluss ist das auch rausgekommen. Rafael Nuzzolo, der Michel Degastel hat vor dem Spiel davon geredet, dass es eine Katastrophe ist, wenn man heute verliert. Das hat er bei mir im Interview gesagt. Jetzt ist genau der Fall eingetroffen. Warum hat man am Schluss nicht gewinnen? Ja, weil die erste Halbzeit GC war viel besser. Wir haben nie zwei Pässe gemacht. Einfach. Und ja, schlussendlich wir spielen, wenn es schon 3-0 und das ist viel zu spät. Ja, 30. Minute ist es gefallen, 1-0 für GC. Der Julien Ngoy war es mit seinem ersten Saison-Goal. Und da super gemacht, wie sich der Raphael Holzhauser durchgesetzt hat. Und er ist eigentlich wie geschmiert gegangen für GC, oder? Ja, das ist der Holzhauser, der den Ball in der Mitte erobert und dann wir eigentlich das Konterspiel umsetzen können, wo der Bahoui gute Tiefe spielt zum Goy und er dann 1-0 macht. Und der Yannick Kamber, der da ein bisschen zu spät kommt, oder Rafael Nuzzolo? Ja, nein, es kommt mir ein Ballverlust ganz oben. Und nachher wir gehen immer nach hinten. Und es ist klar, Holzhauser ist ein guter Spieler, kann super Pass geben. Und ich glaube, da, ja, wir müssen besser verteidigen, aber als Mannschaft, nicht einzeln. Ja, und das 2-0 für GC, das hat zu reden gegeben. Wir schauen es uns an, den Steig, ein Foul an euch, Rafael Nuzzolo. Hat es dort eine Berührung gegeben oder nicht? Das möchte ich mich jetzt gleich noch fragen. Ja, gerade ja, da nicht gesehen, aber für mich war es faul, weil er kauft den Ball, klar, aber er trifft meinen Fuß und beide. Und es passt zu unserer Situation. 2-0 in Konter wieder. Ja, es war clever von GC. Und da haben wir nachher 15-20 Minuten. Wir haben nicht gewusst, was machen. Und nachher ist der 3-0 gefallen. Und von euch möchte ich natürlich auch noch wissen, euer erstes Saison-Goal. Ja, genau. Wie das für euch ist. Es ist nochmal, wo wir den Ball erobern, gut Konter spielen und dann, wo der Holzhauser mich in die Tiefe lasiert und ich dann das 2-0 mache und das hat wieder gut das Goal gemacht. Glücklich, oder, dass es jetzt geklappt hat? Ja, sicher. Und mehr, dass wir auch gewonnen haben heute. Ja, und in diesem Stil ist es dann weitergegangen. In der 65. Minute ist es gefallen, 3-0 für GC und da hat man sich plötzlich regelrecht in eine Rausch hineingespielt. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach gegangen in diesem Moment, Rafael Nuzzolo. Ja, wie gesagt, es war 2-0. Der Spieler macht nur Tunnel, spielt super Pass, aber wieder schlechte Verteidigung von uns, die Viererkette. Und alle Spieler waren nach vorne und können mehr die Aktion fertig gemacht. Und schlussendlich ist 3-0. Es ist bitter, weil zu Hause mich einfach nicht gewinnen. Xamax hat weitergekämpft. Sie haben jetzt 1-3 geschossen in der 69. Minute, respektive. Ihr seid es, die damals mutig probiert haben.
Also im Kampfgeist heute ist es nicht gelegen. Man hat viele Chancen gehabt, ist einfach zum Teil ein bisschen zu ungenau gewesen, oder? Ja, es ist, wie gesagt, es war 3-0 gewesen. Nachher haben wir schon etwas probiert, aber es ist viel zu spät. Und ich kann jetzt nicht sagen, am Schluss einfach, wir müssen noch 3-3 machen. Mit Glück der Verteidiger können über die Latte, aber es ist zu wenig für ein Superliga-Match zu gewinnen. Wir schauen uns noch gut 2-3 den Anschlusstreffer an. In 87. Minute ist er gefallen. Da wieder der, der das wunderbar gemacht hat, nach dieser Flanke. Aber Sie sagen es, für die Super League war es einfach heute wirklich zu wenig, oder? Nein, und seit Anfang von Super League. Wir machen zu wenig Punkte zu Hause. Wir machen manchmal gute Spiele auswärts, wir kämpfen. Aber am Ende du musst du Punkte gewinnen. Zu Hause geht es auch in dieser Situation, weil zu Hause die nicht viel Punkte macht. Und heute das ist Kapital für uns, aber auch nicht. Ich meine, jedes Spiel ist Kapital für uns. Und ich kann sagen, nächstes Spiel, wir werden wieder sagen, es ist wichtig, dass wir gewinnen. Aber bis am Schluss, wir werden kämpfen. Aber wir müssen auch wissen, dass sobald wir nicht alle 100% bereit für Erfolg sind, wir können nicht halten, weil Qualität haben wir weniger als andere Mannschaft. Das wissen wir. Und ich glaube auch wenn wir sie 95% oder 94%, das reicht nicht für ein Super League-Match zu gewinnen. Sagt mir noch, es ist der erste Auswärtssieg jetzt für GC, natürlich auch wichtig für die Moral. Oder? Jetzt hat man die rote Laterne wieder abgeben, das erste Mal auswärts gewinnen. Was nimmt man mit? Ja genau, wir nehmen den Schwung mit. Jetzt haben wir nochmal Nazi-Pause, können wir uns nochmal gut vorbereiten, wenn die Nazi-Pause fertig ist und dann den Schwung gerade mitnehmen daheim. Merci vielmals euch beiden, dass ihr da seid. Merci. Ja, GC setzt sich also gegen Xamax mit 3-2 durch. Sie geben also den Neuenburger Augen die rote Laterne ab und können jetzt den Schwung mitnehmen in die Nazi-Pause. Und das Resultat auf der Maladière, das ist natürlich auch kritisch beäugt worden im letzten Grund. Der ist der FC Sion nämlich auf den FCZ getroffen. Und unter Murat Yakin hat der FC Sion bis jetzt nicht wirklich grosse Erfolge gefeiert. Das einzige Zweiterkommen im Cup vor eineinhalb Wochen. Aber in der Meisterschaft, da wartet man seit über einem Monat auf einen Sieg. Benjamin Bruni, im letzten Grund geht das Warten weiter. Nein, das Warten ist heute Nachmittag beendet worden. Hier und das mit einem 2-1 Sieg gegen den FC Zürich. Die erste Niederlage für den FCZ seit dem 17. März hier daheim. Und Gratulationen für den 2-1 Sieg, den darf ich an dieser Stelle weitergeben. Stellvertretend an Paitim Kasami, ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ja, extrem, wie Sie gesagt haben. Wir haben unbedingt die 3 Punkte gebraucht, dass wir ein bisschen Abstand wieder haben und nicht zu viel die vordere Mannschaft den Anschluss verlieren. Und wirklich ein grosses Kompliment an die Mannschaft. Das Kompliment vor allem auch, weil der FC Sion ein Spiel hat können drehen heute Nachmittag. Das Ganze hat nämlich gar nicht so wahnsinnig gut angefangen. Wir haben hier einen Pfostenschuss von Hassan Cissé, wo man eigentlich muss sagen, da müsste Zürcher eigentlich in Führung gehen. Der Hassan Cissé, der reingekommen ist für den verletzten Steven O'Day, der selber auch vorhat, schon 3 Chancen gehabt bei Team Kasane. Ja, sicherlich. Sie haben auch viele Chancen gehabt, aber wie gesagt, der Ball muss hinter die Linie und leider haben sie das nicht gemacht, umso besser für uns. Aber wie gesagt, wir hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, zum Score zu machen, aber leider haben wir es auch nicht geschafft. Aber schlussendlich haben wir noch mit der Durchschlagskraft den Match gewonnen. Auf die kommen wir natürlich noch, aber zuerst ist es 1-0 für den FC Zürich. Und zwar war es der Antonio Marquesano, der nach der Vorarbeit von Salim Khelifi getroffen hat. Salim Khelifi, unglaublich, an 4 von den letzten 6 Goal ist der Mann beteiligt gewesen. Und dann der Antonio Marquesano mit dem Innerist zum 1-0 für den FC Zürich in dieser Partie, wo sich hier Ludovic Magnan, der Trainer von den Zürcher und der Goalschütz, noch gefreut haben, aber dann eben auch der FC Sion so richtig gekommen ist und das Ding hat können drehen. Das Ganze natürlich zuerst mit dem Ausgleich, wo ja, sie maßgebend daran beteiligt waren, beide im Kasami, der Goalschütz vom 1-1, wo man auch darf sagen, wunderbare Vorarbeit, Ermir Legnani. Und von wo haben Sie den Glauben genommen in diesem Moment? Ja, ich denke, wir dürfen nie aufgeben. Never give up. Und der Match ist in 90 Minuten plus die Nachspielzeit. Und
wie gesagt, man muss den Kopf ruhig behalten. Und ich denke, das zeigt eine gewisse Klasse, die halt, die erfahrenen Spieler müssen halt zeigen müssen, wo wir in den 1G, quasi ich, Fickenscher, Verantwortung übernehmen. Und ich denke, man muss die gewisse Verantwortung übernehmen. Und ich denke, wir haben die heute übernommen. Und darum haben wir auch den Sieg am Schluss dann auch heimgemacht. Und eben auch dank den Spielern, die noch reingekommen sind. Und die sind beteiligt am entscheidenden Goal. Der Adrian mit der Vorbereitung und dann der eingewechselte Yassine Fortune, wo man sieht, dass der FC Sion einfach ein unglaublich breites Kader hat. Ja, wirklich. Wir sind da wirklich voll am Fighten, am Kämpfen. Und wir haben nicht aufgegeben. Und ich denke, das ist jetzt, ja. Das Goal zeigt unsere Leistung, dass wir nicht aufgegeben haben. Und man ist belohnt worden? Ja, sicherlich und belohnt. Und, wichtig ist, dass wir wirklich das zweite Goal geschossen haben und halt die drei Punkte mitgenommen haben. Besten Dank, herzliche Gratulation zu diesen drei Punkten bei dem Kasami. Und eine Stimme aus dem Lager vom FC Zürich hören wir vom Salim Khalifi. Wir sind heute sehr unglücklich. Wir haben in der ersten Halbzeit die Tore nicht gemacht. Und ich denke, Sion war sehr effizient. Und heute, ja, wir verlieren dieses Spiel 2-1. Ja, wie gesagt, sehr unglücklich. Wir müssen jetzt einfach die zwei nächsten Wochen weitermachen und auf nächstes Spiel konzentrieren. Fehlt dir heute die letzte Konzentration? Ja, ich denke schon. Wenn du der letzte Tor siehst, das hat Konzentration gefehlt. Wir waren vielleicht ein bisschen müde, viele Spiele gehabt in letzter Zeit. Ja, aber wir müssen einfach besser machen. Besten Dank. Einfach besser machen nach der Nationalmannschaftspause, die der FC Zürich also braucht, um die erste Niederlage seit dem März 2018 hier aufzuarbeiten. Und die Nationalmannschaftspause, die der FC Sion kann brauchen kann, um den 2-1-Erfolg heute Nachmittag hier gegen den FC Zürich auch ein bisschen zu feiern. Bis jetzt gewinnen also immer die Auswärtsmannschaften in diesen drei Sonntagsspielen. Und es war hier nicht anders gewesen. Im Kibun Park, da gewinnt IBE schlussendlich mit 3-2 auswärts. Wir haben jetzt aber einen Gast von der Verlierermannschaft da. Danke vielmals, Silvan Hefti, kommt ihr vorbei. Wer am Schluss das ganze Stadion steht, applaudiert und bis in die letzten Sekunden anführt, hat man viel richtig gemacht, obwohl man verloren hat. Ja, es ist ein super Publikum da. Sie sind sehr dankbar. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt, finde ich. Und dann belohnen sie uns auch, indem sie eben uns feiern. Obwohl, grosses Feiern gibt es mit einem 3-2 leider nicht. Was hat man ganz den Unterschied ausgemacht, eurer Meinung nach, bevor wir jetzt anfangen zu diskutieren? Wir werden es dann eher sehen. Ja, IB war sehr effizient. Sie haben eine super Offensive, da haben wir vorher schon gewusst. Wir lassen sie dann einfach auch zu diesen Chancen kommen. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht und zum Anschluss sind wir auch gekommen, aber vielleicht ein bisschen Sport, um dann noch was zu reissen. Und es ist sehr gut gegangen für FC St. Gallen in dieser Partie. Losgegangen nämlich schon in der 13. Minute. Der Derek Kutesa ist es, Marcel, der da zum 1-0 schiessen kann. Da ist es noch aufgegangen mit dem Gegenpressing. Da siehst du, was der Matchplan war. Eine Mannschaft, die ein Champions-League-Spiel, ein schweres hatte, die es verloren hat, zeigen, dass sie müde ist, dass es heute hier schwer wird. Und da waren sie dran, da waren sie soft hier. Schau, die Balleroberung, weiter. Da hattest du das Gefühl, ich verstehe, was sie wollen. Und da funktioniert es. So. Und da gehst du 1-0 in Führung. IB, allerdings kannst du damit nicht erschrecken, weil sie das in den letzten Wochen und Monaten gewohnheitsmäßig machen, dass sie erstmal ein Gegentor brauchen, um aufzuwachen. Aber dann passiert etwas. St. Gallen bleibt weiter, presst. Aber kriegt keinen Zugriff im Mittelfeld. Wir haben eine Szene nachher rausgesucht. 18. Minute. Jetzt gucken wir erstmal das Tor und dann analysieren wir das Tor. Ich meine, das ist hier. So viel Platz hast du im Training nicht. Wie im Babu für die Flanke. Und dann macht auch unser Gast einen Fehler, weil er eigentlich die bessere Position hat. Aber das sehen wir. Und Samé geht da dazwischen und macht ein sehr schön rausgespieltes IB-Tor. Aber jetzt gucken wir mal die Analyse. Schau. IB von hinten. St. Gallen presst. Immer ist einer da. Es geht immer einer hin, aber er kommt nicht dran. Sie können immer
sie werden nicht gezwungen zu dem hohen, langen Ball, was die Idee war, sondern sie können sich weiter durchkombinieren. Wenn das passiert und sind immer alle dran, sind viele dort drüben, viele St. Galler sind dort drüben, das muss Platz geben auf der anderen Seite. Wenn du sie nicht unterbindest, diesem Kurzpassspiel, gibt es diesen Diagonalpass und Babu hat dann viel grüne Wiese vor sich und kann laufen und kann laufen und kann laufen. So, jetzt kommt der Ball. Hefti ist ja da, aber verliert Insami kurz aus den Augen. Der geht vor ihn und dann steht es 1-1. Und da hast du gemerkt, so, dann wird IB, kriegen sie natürlich ihre Qualität wieder. Dann haben sie vergessen, dass sie müde sind. Und das ist in der ersten Halbzeit nicht aufgegangen. Dann haben sie sehr schnell nachgelegt, fast in einer Kopie. Und wir können es natürlich aus einer ganz anderen Perspektive anschauen, als ihr das im Match. Wie seht ihr die Szene jetzt vielleicht aus dieser Perspektive? Wir wollen euch natürlich nicht anprangern in dem Sinne. Es ist uns einfach aufgefallen. Natürlich passiert der Fehler schon eigentlich vorher, oder? Dass die Flanke so frei geschlagen werden kann. Ja, das ist aber keine Ausrede. Man kann durchaus selbstkritisch sein. Man sieht es ja gut. Ich habe ihn vorher im Blick. Nachher verliere ich eben kurz raus aus den Augen. Und er hat ein super Timing und kommt vorne durch. Ich muss beim Mann sein, ganz klar. Und den Kopfball mindestens probieren, verhindern. Dass die Flanke einfacher kommen, das ist auch klar. Aber eben, wenn wir es halt nicht schaffen, dann müssen wir halt das Zentrum nachher dicht machen bei einer Flanke. Und dann kann man das auch verteidigen. Ich habe ja da immer die These, das Tor fällt schon ganz am Anfang, als da drüben immer einer hingeht, aber nicht rankommt. Immer geht einer hin, geht einer hin, geht einer hin. Alles, St. Gallen rutscht da drüben hin, aber sie unterbinden das Spiel von IB nicht. Und da kommt der Diagonalpass, auf den kannst du warten, da fällt das Tor eigentlich schon. Am Ende ist es nur noch die Vollstreckung. Und das Zentrum dicht machen, hat er jetzt gesagt. Es ist wieder nicht gelungen beim zweiten Gegentreffer. Es ist wieder der Babu und es ist wieder der Nsame und es ist wieder der Kopf. Silvan Hefti, wie seht ihr diese Szene? Ja, es ist sehr ähnlich. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil es kommen zwei im Zentrum. Wir stehen vielleicht bei der Innenverteidigung zu weit auseinander, wenn ich so jetzt gerade sehe. Und dann weiß ich nicht, zu welchem Gegenspieler ich soll gehen. Dann bin ich in der Mitte im Nichts. Und nachher kommt er über mich und ist eigentlich wieder super Flanke, super Timing. Und dann können wir nicht das richtige Kopfballduell. Und dann also es sind zwei Dinge. Schlimm ist natürlich wieder, dass es fast eine Kopie ist. Also ein Babu hat wieder... Zwei Bässe, oder? Vorbaumos und Babu und Babu und einer von Hansen. Im Training hast du so viel Platz nie. Deswegen, das darf so nicht passieren. Und dann die Frage, ihr wechselt in der Innenverteidigung immer wieder. Liegt es auch daran, dass euch die Automatismen fehlen? Das Verständnis, was macht der eine, was macht der andere? Ja, vielleicht hat in dieser Situation Verständnis gefehlt. Also eigentlich auch ganz klar, weil wir sind uns nicht einig, was wir machen, ob wir das Zentrum dicht machen oder ob man mit dem Mann rausgeht. Und schlussendlich durch die gute Flanke, durch das gute Timing können wir das dann auch wieder nicht verteidigen. Deswegen frage ich da jetzt nicht nach, weil ich will ihn nicht in die Situation bringen, dass er in die Arbeit des Trainers eingreift. Nein, das muss man Peter Zeidler fragen. Das nehme ich eben gleich wunder, oder? Wie sieht der Austausch aus mit dem Peter Zeidler? Dir als Captain in der Innenverteidigung, man merkt, das ist noch so ein bisschen die grösste Baustelle, die er hat. Sonst findet er langsam seine Elf. Wie nehmt ihr das wahr? Was spricht er vielleicht mit euch ab, was nicht? Ja, also wir haben verschiedene Aufstellungen in der Defensive. Das sieht man auch. Ja, gross absprechen, das sind auf die taktischen Sachen und nachher der, der spielt, spielt dann auch und die Kombi spielt dann auch. Also es ist nicht so, dass der macht das oder der in dieser Kombination muss dann so auftreten. Nein, es ist einfach, die Viererkette muss nachher stehen und es liegt auch unserer Verantwortung schlussendlich, dass wir miteinander die Arbeit gut machen und kompakt stehen. Das haben wir in diesen zwei Situationen eben zu wenig gut gemacht und ich benutze das dann halt super aus. Und der dritte gibt es noch vor der Pause, der Roger Assale mit dem 3:1, 34. Minute aus ganz, ganz minimer, kann man sagen, Abseitsposition. Es wird eine Fußspitze sein wahrscheinlich. Aber wir können es nicht nachweisen, deswegen bitte, es ist so knapp, dass ich lasse sowas gern durchgehen noch, weil dass wir können es nicht nachweisen mit irgendeiner Linie. Eher eine Fußspitze, ja, aber kein klares Abseits. Also das ist, und dann haben sie die Klasse. Ja, das ist Azaleh, dass Azaleh so den Anlauf nehmen kann und wenn der Ball so in den Rücken kommt, dann ist nichts zu machen. Aber wieder im Zentrum, der Ball kann wieder gespielt werden. Da wirst du dann bestraft von einer Mannschaft wie IB. Wenn du den Zugriff nicht kriegst, wenn sie spielen können, haben sie wirklich eine große eigene Klasse. Und da war 3-1, aber das Spiel eigentlich vorbei. Und wir haben uns bei Halbzeit gefragt, was machen sie jetzt? Schadensbegrenzung, stellt euch hinten rein und guckt, dass ihr hier lebend rauskommt.
Hat man nicht gemacht. Schadenbegrenzung überhaupt nicht. Es hat noch die Pfosten ausgegeben in der 53. Minute. Das ist ein ganz klarer Penalty, der Roman Buss, der gefoult wurde. Und danach ist es der Vincent Sierro, der den macht und damit Kibun Park noch in ein Tollhaus verwandelt hat. Am Schluss ist man nur noch angerannt. Die zweite Halbzeit, wie schon gegen Sion, viel die bessere. Ja, ich glaube, da haben alle gesehen. Es macht auch Spass, wie man sieht, dass man so rauskommen können und dass die Mannschaft so Moral zeigt. Ja, mit einem 3-1 in Pause gehen ist nicht einfach, vor allem gegen den Meister. Und ja, dass nachher IB eigentlich fast nur noch mit Verteidigen beschäftigt ist, spricht für uns und für unsere Moral. Und auf das sind wir auch stolz. Trotzdem ist vielleicht Sport gekommen und ja, wir freuen uns mehr über einen Sieg als über einen 3-2, der vielleicht die zweite Halbzeit gut war. Aber es gibt eine Menge, was du aus so einem Spiel mitnehmen kannst. Also du warst auf Augenhöhe mit Ibe, du hast in der zweiten Halbzeit hast du ihnen gezeigt, dass es eine schwere Woche war. Und sie waren sehr, sehr müde. Da waren nicht mehr nur freiwillig hinten stehen, sondern sie wurden reingedrängt. Das war richtig gut, mit sehr viel Moral. Das war den Zuschauern angemessen. Das war ein richtig schickes Fußballspiel hier in St. Gallen. Und für das bedanken wir uns. Danke auch für die Analyse und für das Zuschauen. Danke für Marcel van Hefti. Dankeschön. Und natürlich, IB, nach dieser strengen Woche wollen wir sie noch hören, wie das natürlich heute war. Unter anderem mit dem Loris Benito, der ja diese Woche noch eine positive Nachricht bekommen hat. Er rückt nämlich nachher in die Nationalmannschaft. Loris Benito, es war ein sehr intensives Spiel, zwischenzeitlich sehr hohes Tempo, zum Teil sogar in der ersten Halbzeit vor allem wie ein Cup-Fight. Was hat gefehlt? Ja, das war definitiv das Cup-Feeling vom Fight her. Ja, intensive Spiele sind wir uns gewöhnt, vor allem wenn wir auch in ein höchstes Tempo gehen. Das heisst, wir probieren dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Dass dann so Spiel intensiv wäre, ist klar. Ich glaube aber doch, dass wir es für uns ein bisschen einfacher machen können, wenn wir das 3-1 über die Runde gebracht hätten. Gut, ja, aber nach der ersten Halbzeit ist man ein bisschen vom Gas gegangen. Trotzdem hat man nicht gedacht, dass es noch ein bisschen gefährlich werden könnte. Ja, also ich glaube, wir sind von unserer Qualität überzeugt, dass wir ein Spiel auch kontrollieren können. Die Gefahr dann ist aber, dass man das zu fest macht, dass man dem Gegner zu viele Chancen gibt, dass man zu weit zurückkommt. Das ist dann auch phasenweise passiert. Der FC St. Gallen hat neuen Mut bekommen. Und ja, dann haben wir uns selber in die brenzlige Situation gebracht. Trotzdem hat man das Gefühl, sie spielen die Saison in einer anderen Liga. Oder da in der Super League ist man hoch raus, ja, Favorit, Erste, mit mehr Goal als alle anderen Teams zusammen. In der Champions League hat es gleich nicht gelangt. Wie nehmen Sie das wahr? Wo spielen Sie? Ja, also, dass wir in einer anderen Liga spielen, ist vielleicht eine Aussenwahrnehmung. Für uns ist das immer Wochen für Wochen sehr schwierig zu zeigen, warum wir Erste sind. Es braucht hochintensive Matches, wir müssen hochkonzentriert spielen. Ich glaube, gejagt werden ist schwieriger als zu jagen. Dementsprechend ist die Leistung, die wir momentan abrufen können, sicher hoch anzurechnen. Für Sie persönlich gibt es noch ein Highlight dazu. Sie sind wieder für die Nazi aufgeboten nach 4 Jahren. Was haben Sie jetzt in diesen Jahren für eine Entwicklung gemacht? Ja, ich habe vor allem ein schwieriges Jahr gehabt. Also ich hatte unzählige Verletzungen gehabt, mit dem Kreuzbandriss, mit dem Grossen. Ja, ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht jetzt auf das Ziel angeschafft habe, sondern ich habe mich auf den Verein konzentriert. Ich habe eine fantastische Mannschaft, die mir immer geholfen hat. Und ja, ich denke, ohne die wäre ich sicher nicht dort. Auf jeden Fall viel Erfolg und danke vielmals. Der Loris Benito. Für ihn gibt es also nicht so eine grosse Pause wie für die anderen. Und alle anderen können sich in diesen 2 Wochen mal schauen, was sich in der Tabelle alles verändert hat. Das sind die Resultate von diesem Sonntag heute. Also gibt es nochmal 13 Goal. Gestern schon 11, macht total 24. St. Gallen 2-3 gegen IB, Zürich 1-2 gegen Sion. Und Neuchâtel Xamax verliert im Tabellenkeller das Duell gegen GC mit 2-3. Und das hat eben jetzt eine Auswirkung. Neue rote Laterne. Wieder Neuchâtel Xamax, weil GC und Sion gewinnen, haben die jetzt je 14 Punkte, also 3 Punkte Vorsprung auf der Neuchâtel Xamax. Für FC St. Gallen bedeutet die Niederlage, dass man nicht aufschließen kann zum FC Basel. Vorne IB baut damit also seinen Vorsprung wieder aus. 14 Punkte vor der Nationalmannschaftspause. Die Tabelle, die bleibt jetzt so für 14 Tage, aber es ist noch nicht vorbei mit Fußball hier bei uns bei Teleclub. Im Gegenteil, das richtige Highlight, das haben wir noch parat, und zwar genau ab jetzt in einer Stunde in der Serie A. Traditionsduell in der Serie A. Der AC Mailand trifft auf Serienmeister Juventus Turin. Vom Glanz der alten Tage sind die Rossoneri meilenweit entfernt. Kann Milan Ronaldo und Co. Paroli bieten? Das Topspiel. AC Mailand gegen Juventus Turin. Heute live und exklusiv auf Teleclub Sport.
Und die Zeit bis dahin haben wir euch perfekt organisiert. Heimspiel der Fußballtalk mit einem Thema, das ich sehr ans Herz lege, nämlich warum sich ein Ja wird lohnen für das gemeinsame Stadionprojekt von GC und dem FCZ. Marcel, du bist stimmberechtigt, oder? Ja. Schon brieflich gemacht? Ja. Muss ich wissen, muss ich fragen, was? Nein. Gut, ich weiss es, was du geschummen hast. Eben. Für alle anderen würde es sich lohnen, einzuschalten. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder in der Super League. Bis dahin. Danke fürs Einschalten, fürs Vertrauen und einen guten Wochenstart morgen. Alle Tore wird präsentiert von EA Sports und dem neuen FIFA 19. For the players.